Hallo und willkommen zu einer neuen Folge 4x4 Passion. Ich bin die Caro. Ich bin der Carsten und heute ist der erste Teil unserer kleinen Grillreihe und wir fangen mit A wie Atago an. Genau, wir haben hier den Atago von Petromax, den stellen wir euch heute vor und wir werden auf diesem Feuertopf etwas kochen. Carsten, was kochen wir denn? Du hast das Rezept rausgesucht. Wir kochen einen Biergulasch. Die Firma Petromax war so nett, hat uns das kostenlos zur Verfügung gestellt, aber keinerlei Einfluss genommen auf den Inhalt dieses Videos. Machen wir hier vorne auf. So, fangen wir mal an mit dem Wichtigsten. 2 Kochlöffel. Diese Transporttasche kommt nicht automatisch mit, die ist ein Zubehörteil. Es ist aber sehr praktisch, weil man Dinge verstauen kann, wie Teller. Zum Beispiel noch Teller. Und diese Haube, die wir euch gleich zeigen. Die zeigen wir gleich. So, dann kommen wir zum eigentlichen Grill, ein Grillrost. Also, so sieht das gute Stück zusammengeklappt aus. Der hat natürlich ein relativ großes Packmaß jetzt im Vergleich zu, was weiß ich, diesen ganzen Steckgrills. Aber dafür ist er auch super schnell aufgebaut. Und zwar nimmt man ihn einfach hier am Griff, zieht einmal hoch und dann kommen die Beinchen unten raus. Der Grill ist doppelwandig, deswegen ist der auch besonders heiß und hat so eine Ofenfunktion. Wenn man den als Feuerschale benutzt, gibt es hier oben nochmal kleine Verbrennungen. Wenn man den Atago also mit Holz betreibt, gibt es den Holzvergaser-Effekt. Das bedeutet, Abgase, die in der Primärverbrennung unten nicht verbrannt werden, werden von unten in der Doppelwand reingezogen und oben an den Löchern sekundär rausverbrannt. Der ist dadurch ja auch sehr effektiv. Ja, super effektiv. Also der ist, man braucht auch nicht viel Kohle, das werden wir auch gleich sehen. Drin ist ein Grillrost. Das liegt hier so auf so Nasen auf. Genau, darunter kommen dann die Grillanzünder. Und wenn man hier normal nur grillen will, tut man das hier drauf. Ja. So, natürlich. Der ist jetzt nicht höhenverstellbar, was aber nicht schlimm ist, weil man ja hier unten die Hitze regulieren kann. Ja. Aber wir grillen ja heute nicht, wir machen ja was im Feuertopf. Und dafür haben wir diesen passenden Feuertopf, den Petromax FT 4,5. 4,5 steht für 4,5 Liter. So, mit einem Schaber. Das kann man auch als Pfanne benutzen, den Deckel. Deswegen hat er hier diese Füßchen. Den können wir so ins Feuer stellen. Und der hat hier auch die Füßchen. Genau, es gibt die Variante vom Feuertopf mit und ohne Füßchen. Wir haben eine mit Füßchen. Der ist dann einfach flexibler, weil den ohne Füßchen könnte man eigentlich nur hier drin verwenden. Genau. So wird der hier reingestellt. Da kommt das Fleisch gleich rein, Deckel drauf, Kohlen drauf, sehen wir gleich. Und dann kann man den in Ruhe lassen und darauf warten, dass alles schön gar wird. So, dieses Sonderzubehör, diese Haube, die ist dafür da, dass man eine Art Umluftbackofen erzeugt. Wenn man hier zum Beispiel eine Pizza drauf hat, dann kommt hier diese Haube drüber und dann zirkuliert die heiße Luft innerhalb dieser Haube. Und nicht umsonst, es wird warm, ne? Warning hot. Und dann kann man die hier mit abnehmen. Man sieht schon, es ist innen drin so gefüttert, dass die Hitze reflektiert wird. Ja. So, das Tolle an diesem Henkel ist, man kann damit auch über den Campground laufen und sich die Stelle suchen, wo der hin soll. Und da der diese Füße hat, wird auch das darunterliegende Gras nicht beschädigt. Während jetzt die Holzkohle an den Start geht und vor sich hin glüht, sind wir jetzt hier bei den Kochvorbereitungen. Neben mir steht die Claudia und die wird jetzt ein bisschen was zum Rezept erzählen und was sie hier so macht. Also wir haben hier jetzt Rinderbraten, Gemüsezwiebeln, Champignons,
ganz wichtig, Bier mit einem hohen Malzgehalt, haben wir als Köstritzer genommen. Ein paar Gewürze, Pfeffer, Paprika, Kräuter haben wir Thymian und Lorbeerblätter. Und nachher noch zum Aufgießen Rinderfond. Das erste, was ich jetzt mache, ist das Fleisch etwas parieren und in ungefähr 3 cm große Stücke schneiden. Parieren ist die Fettteile entfernen, Sehnen entfernen, dass das eben halt schiere Gulaschstücke werden. Das ist jetzt hier für 4 Personen? Circa 4 Personen, ja. Das ist jetzt ungefähr 1 Kilo Fleisch, vielleicht etwas mehr. Und wie immer bei Dutch Ofen, es ist alles so ein bisschen im Ungefähren. Man muss ein bisschen rumprobieren. Man muss ein bisschen rumprobieren. Ist nicht so leicht wie jetzt vielleicht auf dem Herd, wo man zwischendurch immer reingucken kann. Also ist ja etwas komplizierter, wenn man den Deckel abnehmen muss. Aber man muss mal ein bisschen experimentieren damit. Ja. Vielleicht beim ersten Mal nicht ganz so perfekt. Was kommt da mit der Übung? Es gibt original Petromax Grillbriketts, aber wir hatten die hier noch von der Reise von Carsten aus Griechenland. Das, wie man sieht, sind sie auch geformt in Form griechischer Säulen. Genau. Ist der Löffel irgendein Indikator, wenn es warm wird? Ja, wenn man einen Holzlöffel in heißes Fett reinlegt, in dem Moment, wo hier Bläschen aufsteigen, ist das Fett heiß. Der ist nicht heiß drunter. Das finde ich ja immer faszinierend. Scheißen da. Carsten, warum nochmal? Warum ist nochmal nicht deine Haare? Deine Haare sehen aus. Weil ja Hitze nach oben steigt. Paprika? Paprika. Ja, Alkohol zum Kochen immer gut. Ab und zu tut man auch was ins Essen. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir das schaffen, dass wir den, dass wir noch ein paar Briketts von unten rauskriegen, damit die auf den Deckel können. Hallo, hallo Zuschauer. 4x4 Kochstudio. Also Griff heiß, ja? Ja. Nee, da würde ich jetzt die Briketts schon mal drauflegen. Ach so, du bist ja ein Fuchs. Ja. Du hast eine Outdoor-Erfahrung. Wie viel sollten denn da noch? Ja, die hatten 5 gesagt, aber es waren ja die kleinen. Nehmen wir einfach mal 4, ne? Jetzt hast du. Ja, ich dachte, das geht das ganz raus. Ist doch super. Das ist gut. Ja, perfekt. So. Okay. Uiuiui. Unvergleich. Unvergleich, wie lange jetzt? Normalerweise 2 Stunden. 90 Minuten bis 2 Stunden. Und dann so alle halbe Stunde vielleicht mal gucken, wie das da drin aussieht, ob man was nachfüllen muss an Fond, Bier. Okay, dann bis gleich. Dann bis gleich. Das ist ungefähr eine Stunde drin. Ja, aber ich sage noch eine Stunde. Dann sollte das Fleisch auch wirklich weich sein. Aber es geht, ist auf dem besten Wege, also es finde ich schon gut. Ach so, wir müssen wirklich mal gucken, ob für eine Stunde noch die Kohlen unten drunter taugen, oder? Also im Moment sieht ja wirklich aus, als wenn noch gut Hitze kommt. Ja. Doch, die sieht auch gut aus, das reicht. Ja. Unser Fazit. Der Atago ist ein wahres Multitalent. Kochstelle für den Dutch Oven, Grill, Feuerschale und Ofen in einem. Wer also noch ein bisschen Platz im Auto hat und gerne draußen kocht, bei dem sollten sowohl der Atago als auch ein Dutch Oven nicht fehlen. In diesem Sinne, guten Appetit! Sehr lecker!